Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich hier die Werte vergleiche, die bringen mich nicht weiter, die Rüstung. Und genau aus diesem Grund werde ich euch jetzt die zwei absoluten Top-Rüstungen in Final Fantasy VII Rebirth zeigen. Natürlich auch mit der exakten Location. Ich werde das Ganze hier mit euch erspielen, damit wirklich nichts mehr schief gehen kann. Bevor das Video startet, ein riesen Dankeschön an GWTim663, der mich hier mit einem Super Thanks unterstützt hat. Vielen lieben Dank an dich, lieber Tim. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet und meine Videos feiert, dann würde ich mich natürlich auch riesig über einen Super Thanks von euch freuen. So, und jetzt lasst uns mal mit dem Video beginnen und jetzt werde ich euch mal die zwei absoluten Top-Rüstungen hier in dem Game zeigen. So, ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt mal das erste Top-Rüstungsteil, wo ihr das findet. Kurzer Location-Check. Ihr ladet bitte Kapitel 13, dann folgt ihr hier ein bisschen der Hauptstory und dann werdet ihr irgendwann zum Tempel des alten Volkes gelangen. Ihr seht, ich befinde mich jetzt hier in Halle des Planeten, Ebene 2. Und das ist der Story-Abschnitt, die Suche geht weiter. Also sehr, sehr prägnante Stelle. Hier befindet sich einmal der Punkt, wo ihr euch ausruhen könnt. Hier habe ich soeben das Gefäß befüllt. Ja, also man kann es an sich gar nicht verwechseln. Und von hier aus bewegt ihr euch dann einmal nach links. So, dann hier geradeaus. Hier ist ganz, ganz wichtig, ich habe beide Sachen schon gefunden. Es gibt hier eine Waffe und dieses Top-Rüstungsteil. Hier links befindet sich die letzte Waffe mit Red. Also wenn ihr den Weg nicht gegangen seid, hier bitte auf jeden Fall einsammeln. So, dann geht es hier ganz klassisch weiter. Hier einmal hoch. So, und jetzt hier an dem grünen Stahl bitte einmal links. So, und dann würdet ihr hier ganz normal der Story folgen zu dem roten Strahl. Deshalb kann man das Ganze so einfach verpassen. Und da dann bitte einmal nach links. Hier einmal rüber. So, und dann geht es hier sofort nach rechts. Hier gibt es nochmal eine kleine Gegneranzahl. Eliminiert ihr bitte. Und dann ist hier die Truhe mit dem Rüstungsteil. Ich zeige euch das Ganze nochmal auf der Map. Also hier startet ihr letztendlich an dem Rastpunkt, beziehungsweise hier bei dem Gefäß des Lebens. Hier einmal nach links, ein Stückchen hoch, rüber, hier runter und dann hier in diesem großen Areal befinde ich mich. Und genau hier ist die Truhe. Jetzt zeige ich euch mal, was sich darin befindet. Wie gesagt, ich habe mir das Ganze schon geholt. Und das ist der Zetra-Talisman. Warum ist der Zetra-Talisman so mächtig? Wenn ihr es jetzt hier mit anderen Rüstungsteilen vergleicht, zum einen die Werte wesentlich schlechter bei so ziemlich jeder Rüstung, die ich hier habe. Also absolut top hier, der Zetra-Talisman. Und zum zweiten, das ist absolut outstanding. Ihr bekommt hier 8 Materia-Slots und grundsätzlich sind wirklich alle verbunden. Ihr habt dementsprechend 4 Twin-Slots, wo ihr dann beispielsweise die Elementaraffinität oder ähnliches verbinden könnt mit Glut, Eis, wie auch immer. Oder auch ganz, ganz andere Sachen. Also unglaubliches Rüstungsteil hier, der Zetra-Talisman. Meine wirklich absolute erste Wahl hier gerade fürs Endgame, für den Hard Mode, für den Kampfsimulator dann auch schwer. Ja, also würde, kann ich euch nur empfehlen. Es gibt noch ein anderes absolutes Top-Rüstungsteil und das befindet sich hier auch schon ganz in der Nähe. Das ist sehr, sehr nice in Kapitel 13 auch. Deshalb gibt es hier jetzt mal einen kleinen Sprung und dann werde ich euch auch die ganz, ganz genaue Location zeigen. Die zweite absolute Top-Rüstung, natürlich hier als allererstes mal der Location-Check. Ihr folgt ein bisschen weiter der Story hier in Kapitel 13 und dann werdet ihr eure individuellen Prüfungen ablegen, also eine ganz, ganz markante Stelle. Und danach werdet ihr euch dann in der Halle der Belebung Ebene 2 befinden. Hier seht ihr das Ganze nochmal ein kleines Rondell. Ihr lauft dann die Treppen runter und genau hier befinde ich mich jetzt. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Dann geht es hier geradeaus. Ja, hier durch die beiden Türen, die sich dementsprechend öffnen. Dann geht es hier weiter runter. Also auch ganz, ganz klassisch hier weiter folgen. Hier nochmal durch. So, und hier ist dann jetzt der Punkt, wo ihr abbiegen müsst, kann man sehr, sehr einfach verpassen, wenn ihr hier dementsprechend ganz normal weiter geradeaus geht. Zeige ich hier nochmal auf der Karte, folgt ihr natürlich weiter der Hauptstory. Und ihr müsst jetzt genau an dem Punkt hier einmal runter in diesen sehr, sehr großen Bereich. Da begeben wir uns jetzt einmal hin. Hier befindet sich dann noch ein Gegner, den habe ich gerade schon mal eliminiert. So, dann werde ich mal hier die zweite Monstertruhe öffnen.
Und das ist dementsprechend der Cetra-Armschutz. Auch das Ganze schaue ich mir nochmal mit euch an, werde die Werte dann nochmal vergleichen. Hier einmal mit Cloud, am besten werde ich ihn dann mir mal ausrüsten, den Cetra-Armschutz. Und auch hier seht ihr, wenn ich jetzt reingehe, erstmal ein bisschen nach oben, wie dann hier die Werte runterknallen mit wirklich allen anderen Rüstungen. Also Cetra-Armschutz unglaublich von den reinen Werten her und natürlich auch das Brutale hier mit 8 Materia-Slots, woraus ihr dann 4 Twin-Slots bilden könnt. Absolut outstanding, genau wie der Cetra-Armschutz. Wenn wir die beiden jetzt hier sogar nochmal vergleichen, seht ihr, dass der Cetra-Talisman, den ich hier als erstes geholt habe in dem Video, sogar noch einen Tacken schlechter ist als der Cetra-Armschutz. Somit meiner Meinung nach hier der Armschutz wahrscheinlich die mit Abstand stärkste Rüstung im gesamten Game. Absolutes Must-Have hier, die beiden Rüstungen, gerade fürs Endgame oder auch für den Kampfsimulator, wo ich mich bald dran begeben werde. Also könnt ihr sehr, sehr gerne natürlich auschecken. Ich fühle mich jetzt hier langsam stark genug. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sagt, okay, Benny, die eine oder andere Ausrüstung ist doch noch stärker oder ich spiele mit dieser Ausrüstung aus dem und dem Grund. Würde mich wirklich sehr interessieren. Aber ich denke hier die beiden Ausrüstungen schon absolut top. Ich weiß nicht, ob es noch besser geht. Wie gesagt, bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und tschüss.